if she smiles at you, there is also a myth that you are ought to die or like something. Oh Gott. Bloß keine Witze reißen. Daniel, da haben wir das letzte Mal schon drauf reagiert, also auf sein Video mit dem Kannibalen in Indien. Jetzt ist er anscheinend in Nepal und hat da eine Kindgöttin getroffen. Und es ist mein neuer Lieblingskanal. Ich sage ganz ehrlich, es ist mein neuer Lieblingskanal. Ich habe lustigerweise, nachdem ich das Video geguckt habe im Stream im letzten, mit einer Person gesprochen, die mir sehr nahe steht und meinte so, ey, guck dir das mal an. Und dann meinte die Person so, ja, den kenne ich, den Kanal, da gucke ich jedes Video. Und ich so, ja, cool, cool, dass du es mir noch nie empfohlen hast. Ha, 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 Spaß beiseite. Ist ja auch ein nischiger Content eigentlich, so Reisevlogs, aber er macht es halt so, dass es nicht mehr nischig ist. Er macht Reisevlogs so, dass sie Mainstream sein können und auf ganz YouTube ankommen. Und das finde ich spannend. Und jetzt gucken wir uns die Kindgöttin in Nepal an. Ein junges Mädchen wird angebetet. Für die Menschen hier ist sie ein Gott. Sie ist so heilig, dass sie den unreinen Boden nicht berühren darf und immer getragen wird. Sie darf nicht sprechen, lachen oder weinen, denn das könnte das Schicksal einer ganzen Nation bestimmen. She smiles at you, you're off to die. Und ihren Palast kann sie nur wenige Tage im Jahr verlassen. Begleitet mich heute auf meine Reise durch die Welt der Kumari, den lebenden Kindgottheiten aus Nepal. Ich hasse jetzt schon alles daran. Ich möchte natürlich keinem die Kultur absprechen, aber ich finde es immer, oder die Religion, aber ich finde es immer sehr schwierig, wenn Kinder so krass involviert sind. Dagegen sind Kinderinfluencer ja gar nichts, so ungefähr. Und ich weiß nicht, also ja klar, wir in der westlichen Welt haben irgendwie nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen und wir wissen auch nicht alles. Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass so ein Kind in seinem natürlichen Lebensraum das jetzt eher nicht machen wollen würde. Und in so eine krasse Rolle gezwängt zu werden, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was das mit dem Dalai Lama zu tun hat. Vielleicht werden wir das noch lernen. Aber es wirkt auf mich alles auch so ein bisschen suspicious. Und damit, meine Freunde, herzlich willkommen aus Kathmandu, der Hauptstadt von Nepal, dem Land der Himalayas und des Mount Everest und gleichzeitig dem Land, in dem Kinder als Göttinnen verehrt werden. Und heute begeben wir uns auf eine Mission, diese Kultur ein bisschen besser zu verstehen und vielleicht sogar eine Kumari zu treffen. Dabei frage ich mich, wie ist das Leben für Sie und Ihre Eltern wirklich? Und wie denkt eine ehemalige Kumari über das Dasein als Göttin? All das finden wir heute heraus. Also, let's go! Ja, Nepal selbst ist das höchstgelegene Land der Welt. 40% des Landes liegen über 3000 Meter und 7 der 10 höchsten Berge der Welt liegen genau hier in den Himalayas. Zunächst war ich in der Stadt unterwegs, um direkt von den Leuten vor Ort mehr über ihre Bräuche zu erfahren. Wir sind hier gerade auf dem Darbar Square mitten. Also eins kann ich schon mal sagen, ich war jetzt noch nie in Nepal, ich finde es aber sehr spannend. Ich habe früher, also so bin ich glaube ich das erste Mal auf dieses Land gestoßen, jetzt kommt richtiger Deep Talk, hat gar nichts mit dem Video zu tun, aber ich bin ja nur auf YouTube gestoßen und habe mich nur in YouTube verliebt, weil ich früher eine Creatorin gesehen habe, die hieß Dope2111 oder irgendwie sowas. Da hatte man noch diese Art von Namen auf YouTube und hat Make-up-Videos gemacht und Schmink-Tutorials und so. Und die war Nepalesin. Also sie hat in Amerika gewohnt, aus Gründen, zeitweise, aber auch teilweise in Nepal. Das war so das erste Mal, dass ich so richtig auf Nepal aufmerksam geworden bin. Und ich finde es sehr spannend, ist auf jeden Fall auf meiner Bucketlist, aber ehrlich gesagt nicht wegen dem Mount Everest. Da reizt mich so gar nichts dran, juckt mich gar nicht. Ich will nicht auf einen Berg steigen, wo Tausende jedes Jahr draufsteigen und irgendwie die Leute, die da das Gepäck hochtragen, für die ist das so ein Klacks und andere ackern sich da so einen ab und dann verschmutzt man da die Umwelt und so, ist nicht so mein Ding. Auch gar keinen Bock zu sterben bei sowas. Ich finde es eher spannend, einfach dieses Land so abseits dieser Berge so kulturell mal wahrzunehmen. Aber in Kathmandu, hier haben wir die ganzen Fahrradrikschas. Namaste, my friend. Namaste, how are you? Can you tell me, what's the name of this place here? This is Maju Deval. Maju Temple. Maju Deval. Vishnu Temple. Vishnu Temple. Garuda is okay. Namaste. Was man sagen muss, die Tempel sind wirklich sehr, sehr schön. Ich mag diese Ästhetik irgendwie, sehr nice. Schaut euch das mal an hier. Ja, hier findet man überall auch ganz viele kleine Schreine, die den jeweiligen Gottheiten gewidmet sind. This is Shashatimata. Shashatimata is a school god. Yeah, school god. School god, okay. Can I go inside? You eat meat? No, veg.
Veg only. So wie ich es verstehe, kann man den Tempel nur betreten, wenn man kein Fleisch isst. Okay. Kann auch keiner prüfen am Ende des Tages nicht. Aber wahrscheinlich muss es auch keiner prüfen, weil dann wird ihr bestraft. Ja, spannend. Ich mag auch ehrlich gesagt an der Kultur, auch wenn das jetzt vielleicht nicht aus den gleichen Gründen ist, wie jetzt, warum ich vielleicht kein Fleisch esse, aber ich finde es eigentlich ganz cool, dass da so eine große vegetarische Community gibt. So the name of the god is Chorsetimata. And then I also see a picture of the Kumari, this one, no? Kumari, this one. Okay, so this Kumari, she lives in the Kumari garden? Yeah. Okay. Die Kumari sind junge vorpubertäre Mädchen, die als lebende Göttin auserwählt werden. Die Menschen verehren sie als Inkarnation, also als Menschwerdung der Schutzgöttin Taliju. This one, this name is Tika. Tika. Is powerful. Powerful. If you like Tika, yes? You want good luck. Good luck, okay. Yeah, okay, then, yeah. Thank you. Om Bhagavati. Thank you, namaste. Alrighty, jetzt wurden wir einmal gesegnet. Hoffentlich für ein bisschen mehr Glück. By the way, im November und Dezember kommen noch sehr geile Videos aus Indien und Nepal. Abonniert also den Kanal, um das nicht zu verpassen. Aber ihr seht, die Kumari-Kultur ist sehr, sehr präsent hier. Allein hier, schaut mal. Kumari-Bakery, Kumari-Accessoires, alles Mögliche. So, Freunde, ich stehe jetzt direkt vor dem Kumari-Gar. Das ist der Palast, in dem ja, die Kumari von Kathmandu lebt. Um ihre Reinheit zu bewahren, hat sie wenig Kontakt zur Außenwelt und lebt dort ohne ihre Eltern, die sie jedoch besuchen können. You speak English? Hi, nice to meet you. I'm very interested in the Kumari. Who are the Kumari or who is the Kumari? Kumari is like that, the young girls. Even the king has to kneel down on the Kumari. Okay, so the Kumari is really, really important in Kathmandu. Sie werden im Alter von 2 bis 4 Jahren nach einem extrem strengen Verfahren auserwählt. Dabei müssen sie 32 spezifische Kriterien erfüllen. Sie müssen makellos schön sein, pechschwarze Augen haben und dürfen noch nie geblutet haben. Selbst der kleinste Kratzer disqualifiziert sie. Was? Wie wird denn das abgeprüft? Aber mit 2 bis 4 ist auch schwierig. Das sind, weiß ich nicht. Blutet man da? Schneidet man sich da an Sachen? Da wird mir meistens geschützt. Ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich für ganz viele Familien mega erstrebenswert ist und dann vielleicht genau deswegen extra darauf geachtet wird, wenn man ein Kind mit schwarzen Augen und makelloser Schönheit hat, dass die dann eben sich nicht schneiden an irgendwas. Krass. So basically, if they had like one scar in their life, they cannot become a Kumari. Not even a single scar. Und so endet auch die Herrschaft der Kumari nach der ersten Regelblutung. Man glaubt, dass der Geist der Göttin Taliju dann ihren Körper verlässt, um ein anderes Kind auszuwählen. Ah, das heißt, es sind immer weibliche Göttinnen. I guess. You see that window? Yes. The yellow one? Yeah. And the one the festival, she will come here. Okay. She will appear only for a minute or that. Ah, only for a minute. So maybe not for a minute. Sometimes she will be there for only 10 or 20 seconds. But do you think, for example, for me, it's possible to meet the Kumari? For Kathmandu, I don't think so. Okay. I learned a lot. Thank you. Aber er hat ja jetzt Glück. Er hat jetzt Glück auf der Stirn. Vielleicht hat er Glück und kann sie treffen. Very much. Yeah. Thank you very much. Wie ihr seht, ist es so gut wie unmöglich, die Kumari aus Kathmandu zu treffen. Sie zeigt sich maximal ein paar Minuten am Fenster. Aber zum Glück gibt es insgesamt 12 Kumaris in Nepal. How are you? Hi. Nice to meet you. Yes. I'm doing like a documentary about the Kumari. Do you believe in the Kumari, living goddess? Yes, like we worship her. People told me only people from the Nevari. Yes, Nevari, Sake. Sake? Sake is... Ah, das heißt, sie haben in Nepal auch Kasten. Ja, ich glaube generell ist vieles, also ich will das jetzt nicht über einen Kamm scheren, aber ich würde sagen, so wie jetzt in Europa man eine ähnliche Kultur hat, gibt es glaube ich auch, zum Beispiel Indien und Nepal, ähnliche Kulturen, also ist zumindest näher aneinander als jetzt zum Beispiel Deutschland und weiß ich nicht, also als an Deutschland. Ihr wisst, wie ich meine. In Nepal gibt es viele verschiedene ethnische Gruppen, die eigene Sprachen und Kastensysteme haben. Eine Kumari kann dabei nur aus den Töchtern der sogenannten Sake-Kaste innerhalb der Nevar-Gemeinschaft auserwählt werden. Imagine, you yourself are Nevari and you're in the Sake-Kaste. Would you like your daughter to be Kumari? Yeah, it will be a very good thing. Like, my own daughter is Kumari. They will be happy because it's a god. So it's a very big thing, I think. So her parents are also respected a lot. Yeah. Mm-hmm. All right. Thank you. Mich würde interessieren, ob da auch Geld mit einhergeht. Also ob die damit gut Geld verdienen oder ob das wirklich nur Ehre ist und Ansehen. Thank you very much. Hey, have a great day and enjoy. You also. Namaste. Nice to meet you. Thank you. Daniel.
Daniel. I'm very glad. I'm the one of the bodybuilder. Please see my photo. You are bodybuilder. Oh, show me. When I am okay. 25 years. Oh, nice. Ooh la la. Nice. Nowadays you still train? Oh. Workout? No. It's okay. Nice, great. Oh. Machine. 77 years. Willy. That's really good. That's marching fast. Lustiger Typ, ey. Ich spreche ihn nur kurz an, sag immer Namaste und auf einmal zückt er da seine Bodybuilding-Bilder. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Indien-Nepal-Ding ist, aber ich glaube nicht, weil, also in Indien hat er auch schon mit ganz vielen Leuten gequatscht, deswegen meine ich. Ich glaube einfach, gerade ältere Menschen haben oft ein richtig krasses Mitteilungsbedürfnis. Ich glaube, wenn du in Deutschland so offen auf jemanden zugehen würdest, der so über 80 ist und alleine irgendwo steht, die Person würde auch instant mit dir quatschen. Wieder von vor 50 Jahren raus. Where are you from? Germany. Can you tell me something about Kumari? Whenever she cries or she stares at us, something bad happened. Few days ago, being flawed. Yeah, floodings. Yeah. Die Kumari hat eine hohe religiöse Bedeutung im Land. Hochrangige Politiker und zu Monarchiezeiten sogar der König besuchten sie regelmäßig, um ihren Segen zu erhalten. Ihr Verhalten wird dabei als Vorhersage für die Zukunft des ganzen Landes gedeutet. Weinen oder lautes Lachen zum Beispiel wird als sehr schlechtes Omen interpretiert. Oh, aber voll schade, dass Lachen auch schlecht ist. Imagine you could become a Kumari. You are younger, you don't have scars. Would you like to become a Kumari? Yes. Why do you like it? What is good about being a Kumari? It has to be something nice that people will believe in our words. No? Okay, thank you very much. Namaste. What do you Unfassbar. Do there? Also ich kann euch mal sagen, ich wäre nicht gern Kumari, aber ich bin auch nicht aus Nepal und auch nicht in dieser Kultur groß geworden. Und leider habe ich auch keine dunklen Augen. Beziehungsweise leider. Das ist ja auch so verrückt. Ich finde, man kann über so viele Dinge reden. Ich finde es ja auch so krass. Wir hatten es ja letztes Mal auch mit den Hautfarben, dass es jetzt zum Beispiel hier in Europa und auch in Amerika, also im Westen generell, ist es voll oft so ein Ding, oh, blaue Augen haben oder grüne Augen haben. Auch cool, aber alle wollen immer so helle Augen. Nicht alle, aber ihr checkt den Grind. Also es gibt ja mittlerweile auch so Augen-OPs, wo du die Farbe deiner Augen ändern kannst. Und die meisten Leute machen sich da so irgendwie so krass blaue Augen machen. Macht es by the way nicht. Es hat ein sehr hohes Risiko, dass man in späteren Jahren dann erblindet. Und hier ist es zum Beispiel so, dass man sich unbedingt wünscht, ganz, ganz dunkle Augen zu haben. Also zumindest in diesem Fall, wenn man jetzt Kumari werden will. Und ich könnte mir vorstellen, dass dadurch, dass die Kumari dunkle Augen hat, dass es vielleicht auch in der gesamten Gesellschaft anerkannter ist, sehr, sehr dunkle Augen zu haben. But I don't know. Dance, can I see? Kabelmanagement auch geil, oder? What do you do there? Ha? Huh? Das sieht schlimmer aus als unter meinem Gaming-PC. Dance, can I see? Okay, wir wurden hier aus dem Fenster eingeladen hier zu einer Dance-Class hier oben. Das lassen wir uns doch natürlich nicht entgehen. Schauen wir mal rein. How are you? Daniel. Okay, meet me better. Nice to meet you. Yeah. What kind of dance you do? We do Nepali cultural dance. Aber er ist auch, also irgendwas hat Daniel an sich. Ich kann das nicht sagen, aber das war auch schon bei diesem Format The Race so. Irgendwas hat er an sich, das schreit danach, dass Leute mit ihm Sachen machen wollen. Irgendwie hat er so eine Ausstrahlung, weil ich sag euch ganz ehrlich, wie passiert das? Also wenn ich da jetzt in demselben Moment langgelaufen wäre, ich wäre nie im Leben angesprochen geworden und zu einer Dance-Class eingeladen worden. Also okay, er ist groß, ja. Vielleicht ist es auch spannend für viele Leute, weil er halt weiß ist, aber doch, wärst du, meint ihr? Aber vielleicht gucke ich auch zu böse oder wirke zu verschlossen. Er wirkt überhaupt nicht bedrohlich, er hat Golden Retriever Energy. Ja, schon so ein bisschen, das stimmt. Ja. Train for which festival? Yeah, it's a Nepali festival. Uh-huh. And you can celebrate too. Yeah, no, of course, right. Of course. You can dance, you can have fun, you can show some love with people. Thank you very much, nice to meet you. You're welcome. And have a great day, man. Mega. Mega cool. Ja, die trainieren hier für das Festival des Lichts, das in ein paar Tagen beginnt. Das ist ein ziemlich großes Tier, geht 5 Tage lang. Sehr, sehr cool.
Eine Kumari zu treffen war doch schwerer als gedacht. Nach wirklich langem Hin und Her habe ich schließlich über Instagram den Kontakt zu Manisha bekommen. Sie ist selbst Teil der Newar-Gemeinschaft und mit der Familie der Kumari von Patan, der Nachbarstadt von Kathmandu, befreundet. Mit ihrer Hilfe sollten wir angeblich die lebende Göttin treffen können. Wir sind jetzt hier am Darbar Square in Patan. Patan bzw. Lalitpur, das ist die Stadt neben Kathmandu. Yeah, how do you know this Kumari of Patan and the family? I know the dad, and he is my brother, like not blood related, but we've known for a very long time. okay, nice. I was a little bit confused before. Where does the Kumari tradition come from? From Buddhism or Hinduism? It is from a Hindu culture, but then the caste, Vajracharya and Sakya, are the followers of Buddhism. So okay. They're a mixture of both. Is it true that spannend, beide Religionen vermischt. Kumaris cannot touch the ground at all, or how is it? Kumari can only come out from their house like for 13 times a year, and then they are like carried in every place because Kumari is considered a living goddess, and then we consider our motherland as a goddess as well. So one god touching another god's like by feet is a bad omen, right? She can walk inside her house. That's what I wanted to ask. Okay, inside the house she can walk around. In der Alltagsrealität ist es also so, dass die Kumari nur im privaten Kreis außerhalb der Öffentlichkeit in ihrem eigenen Haus auf dem Boden läuft. So even the parents. Oh, aber da frage ich mich halt auch wirklich, ist es dann, wenn die nicht in diesem Tempel ist? Also ich glaube nicht, das würde ich behaupten, ist nicht so, dass man dann irgendwie so privat so drüber scherzt und so sagt so, ey, morgen wieder im Tempel, wieder auf Ernst. Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, es wird sehr, sehr ernst genommen. Aber ob die denn außerhalb ihres Jobs, wenn sie zu Hause den Boden berühren darf, ob sie dann auch Kind sein darf, das wäre halt auch spannend zu wissen, ob sie dann ganz normal spielen darf, weinen und lachen oder ob das dann auch schon so ist, so, oh mein Gott, wir müssen sie ganz genau beobachten. Oh mein Gott, im wahrsten Sinne des Wortes. They say that she is not our daughter, she is the goddess. So they. Oh, really? Yeah, so she's their daughter only when no one's around. Okay, so that means basically the parents don't treat her as their own child anymore. They can't. They can't, because her child is a goddess now, a living goddess. And yeah. Wirklich ganz, ganz andere. Irgendwie macht mir das ein bisschen Bauchschmerzen. Also ich denke da halt auch an so Kinderstars. Wie muss das, also das muss doch eigentlich eine ähnliche Dynamik sein, oder? Also vielleicht ist es jetzt auch naiv, das zu vergleichen, aber ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie wenn Justin Bieber halt mit 13, okay, ist noch ein bisschen älter, aber sagen wir mal, Justin Bieber wird mit 13 auf einmal so weltberühmt, verdient Millionen, macht Millionen Klicks weltweit, ausverkaufte Touren, Mädchen, die weinen und schreien, wenn sie ihn sehen. Und so stelle ich mir das ungefähr vor, wenn du von Geburt an gesagt bekommst, du bist eine Göttin. Also du bist nicht mehr das Kind deiner Eltern, nein, du bist eine Göttin. Und dann irgendwann das aber auch wieder weggenommen zu bekommen, das muss doch irgendwas mit einem machen. Also da denke ich direkt an so Kinderstars, die dann halt auch später abstürzen. Aber wer weiß, vielleicht ist es in dieser Kultur anders, vielleicht werden die besser aufgefangen vom System oder von ihrer Kultur. Unsere Welt, ganz andere Bräuche und Traditionen, schon crazy. Deswegen, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Wir werden jetzt gleich zum Haus der Kumari von Patan gehen und eine lebende Göttin kennenlernen. Wir kaufen jetzt noch ein paar letzte Opfergaben, ein paar Früchte, die wir mitbringen. What's the best fruits for the offering? Namaste. Do you want to get the sweeter ones? Yeah, let's get the sweeter ones. Dann ging es auf den Weg zum Tempel der Kumari. So right now we're in a place called Ratnakar Mahabihar. Uh-huh. This is the place where the Kumari is selected of Patan. Mm-hmm. Boah, das ist wirklich groß. Aber eben haben auch Leute im Chat geschrieben, boah, der ist ja ein Riese. Ich glaube aber auch, dass du als Nepalese, also es ist jetzt nicht die im Durchschnitt größte Bevölkerung der Welt, sondern wir in Europa gehören ja schon im Schnitt zu den größten Menschen, also gerade auch so Niederländer sind jetzt ziemlich groß. Deutsche sind, glaube ich, auch Platz 6 oder so weltweit. Montenegrier sind lustigerweise auch richtig weit vorne, also auch europäisch. Und ich glaube, das ist alleine schon ein grundsätzlicher krasser Unterschied und dann ist er wahrscheinlich noch zusätzlich groß. Okay, also wir sind jetzt hier im Thronzimmer von der Kumari. Sie wird gleich reinkommen und dann, werden wir die Kumari, die lebende Göttin hier in Nepal,
treffen. I am not supposed to talk to the Kumari and she will not talk to me if I say something. So since like Kumaris are not allowed to show any emotions, they're not allowed to talk. So if she smiles at you, there is also a myth that you are ought to die or like something. Oh Gott. Bloß keine Witze reißen. Und bloß nicht witzig aussehen in ihrer Umgebung. Stell dir vor, du lächelst ihr so zu aus freundlichem Reflex und sie so. Oh Gott. Oh mein Gott. Aber ich denke mir auch so, also diese Kumari, wir haben sie jetzt eben schon ein paar Mal reingeschnitten gesehen, die wirkt ja schon so, als ob sie kurz vorm Ende ihrer Karriere ist. Also nicht kurz davor, aber sie wirkt ja schon sowieso 10 oder 11, ich kann es nicht genau einschätzen. Die checkt es ja, aber wenn du jetzt, sagen wir mal, 4 bist oder 5, also in der Zeit kommen ja dann richtig wilde Zeiten auf Nepal zu, in der Zeit, wo das Kind halt die ganze Zeit noch lacht und weint aus Reflex. Das bedeutet ja eigentlich im Prinzip, immer wenn die Kumari älter ist und versteht, worum es geht, wird es wieder etwas ruhiger in der Umgebung und in ihrem Einzugsgebiet. Und wenn dann eine neue gewählt wird, die halt irgendwie 2 ist oder so, es stand ja eben 2 bis 4, dann geht's rund. Dann brechen unsichere Zeiten an, zumindest der Vorhersage nach. Und schließlich ist es soweit. Die Kumari wird von ihrem Vater in ihr Thronzimmer getragen. Ja, okay, wir beginnen jetzt das Ritual. Das heißt, die Kumari segnet uns, wir überreichen unsere Opfergaben. Und viele Menschen kommen hierher, wenn sie einen besonderen Wunsch haben. Zum Beispiel, ja, sie können nicht schwanger werden, kommen sie hierher in der Hoffnung, dass das Problem gelöst wird oder der Wunsch in Erfüllung geht. So, what was the ritual about? Für mich ist es auch so konträr, weil ich denke mir so, wenn so ein Kind nicht lacht, dann denke ich mir so, oh mein Gott, das ist ein schlechtes Zeichen, aber dass es einfach als gutes Zeichen gewertet wird, ist ja auch so crazy. So, overall ritual is called Kumari Puja, okay. Where we worship the Kumari and we give her a few things, like offer her a few things, and in exchange we are like asking for forgiveness or asking for anything you have in your heart, that's all. Okay. Kumari bekommt gerade Privatunterricht. Traditionell bekamen Kumaris keine Bildung, da sie als allwissend gelten und ihnen nicht widersprochen werden darf. Was den Unterricht natürlich schwer macht. Nach einem langen Reformprozess entschied 2008 der oberste Gerichtshof, dass die Kumaris Privatunterricht erhalten sollen. What kind of lesson are you doing right now? This is tense, in Nepali kans. Tense is in Nepali? Ja. Okay. Right, also die Kumari bekommt Privatunterricht. Hier kommen jeden Tag verschiedene Lehrer und Lehrerinnen. Jeden Tag 2 Stunden, verschiedene Fächer. Jetzt gerade bekommt sie Nepali-Unterricht. Also ansonsten Mathe, Computer Science habe ich gesehen, Chemie ist auf jeden Fall. Darf sie da auch nicht weinen? Weil ich sag so, wenn ich an die eine oder andere Mathe-Hausaufgabe nachdenke, bei der ich dann verzweifelt irgendwann meinen Vater gefragt habe, ob er mir helfen kann und er mir geholfen hat und ich es immer noch nicht verstanden habe, da ist vielleicht mal die eine oder andere Träne geflossen. Spaß. Aber es würde mich echt interessieren, ob sie dabei auch nicht lachen und weinen darf. Auf jeden Fall schon ein sehr großer Fortschritt. I want to show you the most famous person, Morgan Freeman himself. Okay. And he came to Nepal. And the most interesting thing is that Nihira has a small brother. And the name is Morgan of her little brother. So the brother is named after Morgan Freeman because he visited. Neben ihrem Bruder hat die Kumari auch... Oder er war vorher schon so benannt. ...auch noch eine jüngere Schwester, die beide auf eine öffentliche Schule gehen. Hier sind auch die Geschwister der Kumari angekommen. What are their names? Morgan and? Letitia and Morgan. Okay. You're the annoying brother. You're the annoying one here. You're the annoying one. You're the one Siblings. Auch das Leben der Eltern der Kumari wird sehr stark durch ihre Tochter beeinflusst. Um zu verstehen, wie sie über all das denken, habe ich auch mit ihnen gesprochen. My first question would be like, what is the feeling to be parents of a Kumari goddess? They're the happiest because this culture has been here from the ages, from the grandfather's time, and to have their own daughter as the Kumari is the biggest blessing and proudness for the elder. How did your life change after she got chosen? From life, so it's everything is completely like from the place they live.
from their jobs. So your jobs before, you quit them completely? We quit our job. Yeah. Beide Elternteile haben ihren eigentlichen Beruf aufgegeben, um sich vollständig der Betreuung der Kumari zu widmen. So you yourself, do you call her by her name apart from the rituals? Yeah, that's the most important question. We call the not name, not daughter. We call the Jo Mezu. Jo means God. Mezu means God. Die Eltern sprechen sie also nach Auserwählung als Göttin an. Ihr weltlicher Name wird nur noch in offiziellen Dokumenten geführt. Do you see her as your daughter or as a goddess? How do you in see in the throne, her? I see the goddess. Okay. When she out the throne, I be like the daughter. Even though they're their daughter, there are a few set of rules. Like, they're respectfully not trying to upset the goddess and ask her forgiveness, like ask for her permission. So the Kumari is like... Also, nee, ihr könnt mir nicht sagen, dass das nicht... Oh, das... Also... Oh. Ich habe das Gefühl, du brauchst als Kind ja schon ab und zu mal eine Grenze. Und wenn... Also... Kann sie dann einfach unbestimmt rumschreien? Also das ist ja im wahrsten Sinne des Wortes, kann ja so ein Gottkomplex entstehen. Ja, Julia, du schreibst es. Wenn sie jetzt irgendwie sagt, ich will aber Süßigkeiten essen, auch nach 3 Uhr morgens und ich will noch nicht ins Bett. Und die Eltern sagen, nein, du solltest ins Bett gehen. Und sagt sie, ihr dürft eine Gottheit nicht verärgern. Aber vielleicht ist es auch kulturell anders, dass man eh irgendwie mehr auf die Eltern sowieso hört. Ach, keine Ahnung. The highest. Kumari is the highest, yeah. First of all, we give Kumari, it's an everything. Okay. And then after we all eat. Yeah. Okay, okay. When she sleep, on the can't bed sleep and okay. We are we sleeping down. Sitting down. Yeah. They sleep in the floor. Does she have friends from outside? Hira has a, one small brother, yes. One small sister. Okay. They two are friends. Are you sometimes worried that... Immerhin, imagine jetzt auch noch Einzelkind. The transition for her to go into the normal life again will be hard. So when she's not a Kumari anymore, their fear is that the normal life would be more harder. Yeah. Because for example, she haven't walked outside. Any place okay. Go, end to end. No, they're scared of the road, they're scared of the bikes yeah. And everything. Because she doesn't know the life outside yeah. Of the rooms, no? Yeah. So, okay. Okay, wir haben also jetzt einen Eindruck der aktuellen Kumari und ihrer Family. Aber wie ist das wow. Leben einer Kumari, die nach ihrer ersten Periode abrupt in die Normalität zurückkehrt? Okay, wir stehen jetzt hier kurz vor dem Eingang von der Wohnung von einer ehemaligen Kumari. First of all, could you tell me or tell the people a little bit about you? So myself, Samita Bhojacharya. Also sie ist auch wirklich von makelloser Schönheit, muss ich an der Stelle schon mal bemerken. Also sie darf ja wahrscheinlich dann trotzdem da noch wohnen, weil das sah ja jetzt ziemlich ähnlich aus. Ich denke mal, sie wird auch in diesem Komplex wohnen. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich denke mal, sie wird es jetzt nicht so krass kritisieren, weil es ja in der Kultur trotzdem noch tief verankert ist und nach wie vor eine Ehre. Und ich glaube, jetzt total drüber herziehen dürfte sie auch nicht. Aber vielleicht kann sie sagen, dass es schwer war. And I'm the former living goddess Kumari. So it was a year 2010 when I got selected as the goddess till 2014. How old were you when you were selected or chosen? Okay, I was 8 years old when I got mm-hmm. selected as a goddess till age of 12. How was the life for you as a Kumari goddess from 8 to 12? How was it? First thing is that very few girls get opportunity to become a goddess. As I was chosen one of them, I felt very lucky myself. So obviously it's a very honor to become a goddess for me, to be honest. Wir sind dann rausgegangen und Samita hat mir ein bisschen die Gegend gezeigt. How is your life now? Can you tell me a little bit about that? For now, I'm also first in my bachelor's degree. Okay. And I'm also a choreographer now. I'm a Rampo choreographer. So actually, I teach other people how to do a catwalk. Ah, okay. Interesting. How was it to get back to normal life? For me, it was very difficult for me to being socialized in the society. So the first difficulty I faced is to walk, obviously. Because whenever I go outside, the people used to carry me at the time. Before you could walk, no? Überleg mal, seit sie ja laufen kann, wird sie entweder an der Hand gehalten oder rumgetragen oder da vielleicht in ihrem Haus, was ja aber auch nicht riesig ist, rumlaufen. Aber natürlich, die kannst du ja... Erstmal ganz blöd gefragt, ist so eine Kumari schon mal 100 Meter gerannt? Wahrscheinlich nicht. Also gerade Rennen stelle ich mir richtig schwierig vor.
Also sie, okay, sie war zwischen 8 und 12 eine Kumari, aber gerade die, die jetzt vielleicht richtig früh ausgewählt werden, ja, wahrscheinlich werden die erstmal ausgewählt und dann werden sie geschult, ne? Die werden wahrscheinlich nicht direkt Kumari. Ja, das kann natürlich auch sein. Dann macht das mit dem unberechenbar sein, was ich eben gesagt habe, auch keinen Sinn mehr. Wenn die vielleicht echt wirklich dann erst mit 8 oder so ins Amt kommen. Ah. Nee, die mit 2 werden, falls sie dann schon wer. Keine Ahnung. Wir sind uns unsicher hier im Chat. Aber ich glaube, so oder so, auch wenn du es nur für 4 Jahre bist, deine Muskeln werden degenerieren. So you think in the 4 years you kind of after the 4 years you had to learn walking again? Yes, because I have to learn everything from the beginning. So for me it's like a rebirth. And how did the other kids treat you? When I went back to the school, everybody knew that I was a warrior. So yeah, of course my friends they do treat me differently. They were scared of me because if they did something wrong to me or if they hurt me with their words, I'm not gonna curse them. But in the other hand, they say my friend was a goddess, so I feel so lucky to have you as my friend. So this is these things to me. Did you feel pressure when I became a goddess? Yeah. Actually, it is a very huge responsibility, right? Because I have got the responsibility in such a young age. Because Kumari is also known as the protector of the nation. So that's why the protector of the nation. Yeah. But how was it to be in that role? I mean, you are very, very, very young. Mm-hmm. How is it to have the pressure of a whole country on your shoulders? I feel like I'm fulfilling my responsibilities and my duties when I'm just doing that. What I also heard, is it true that as a former Kumari you get like some sort of pension? Yeah, we do get a lifetime pension from the government. And nowadays, imagine. Ja, das ist dann halt auf jeden Fall wahrscheinlich die finanzielle Absicherung, die damit kommt, ne? Einfach ein Leben lang so eine Pension bzw. Rente oder was auch immer zu bekommen. Das ist natürlich kein Wunder, dass es dann erstrebenswert ist. In a few years you get a daughter and the daughter gets chosen as a Kumari. Would you accept it for her or would you not want her to be a Kumari? I would love to make my daughter as a goddess. In meinen Videos möchte ich fremden Kulturen möglichst offen und respektvoll begegnen. Auch denjenigen, die für unsere westlichen Normen vielleicht nicht immer so direkt nachvollziehbar sind. Die Kumari-Tradition ist sehr wichtig für viele Nepalesen und tief in ihrer Kultur verwurzelt. Sie hat Vorteile für das Mädchen und ihre Familien, wie Anerkennung und oft finanzielle Unterstützung. Gleichzeitig wurden die Einschränkungen für die Kinder heute aber auch sehr deutlich. Diese werden von Menschenrechtsorganisationen kritisiert, was teils zu Verbesserungen wie zum Beispiel der Bildungssituation geführt hat. Das Leben als Göttin in Nepal ist für viele Mädchen also wahrscheinlich ein Traum mit 2 Gesichtern. Aber ich sage ganz ehrlich, spannender als jeder Galileo-Beitrag, weil es geht halt immer dann doch mehr in die Tiefe. Man sieht doch auch ein bisschen mehr vom Land und es ist sehr, sehr privat und er kommt halt mega nah ran, ne? Dadurch, dass er kein großes Kamerateam ist. Ich meine, andererseits, ne, ein großes Kamerateam hätte wahrscheinlich auch viel schneller eine Erlaubnis bekommen, eine Kumari zu besuchen. Denn ich denke schon, dass man das für Presse vielleicht auch gerne vorführt. Und das ist vielleicht als Dude mit einer kleinen GoPro schwierig, dann eben was zu organisieren. Aber er hat es hinbekommen. Er hatte ja auch Good Luck, wie wir gelernt haben, durch den Tempel vorher bekommen. Aber ja, krass. Das wird wahrscheinlich auch wieder viral gehen, das Video. Also lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo bei ihm da. Ich habe mir sogar dieses Video hier, habe ich mir privat nach dem letzten Stream auch noch angeguckt, weil ich das auch so spannend fand. Ich bin jetzt Fan der nicht ersten, aber der 10. Stunde.